Hallo und guten Abend aus Hamburg. Ich werde hier auch gerade angelächelt durchs Schaufenster, weil ich live gehe. Hallo. 12 Tage Herbst, Folge Nummer 11, die vorletzte für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht mein Mikrofon, aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass ich hier mit Mikrofon filme. Ne? Also ich hoffe, den bestmöglichen Ton zu erzielen. Ich habe das Fenster allerdings auch auf, wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört. Ein kleines Piepen war tatsächlich beim letzten Mal noch da. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen zu laut angestellt im Mischpult. Ich habe heute auch ein paar Sequenzen gevloggt. Und euch mal diesen Aufbau gezeigt. Also nächsten Montag, denke ich, wird es dann auch wieder einen Vlog geben. Und ja, ich habe jetzt gerade noch mal das Replay vom letzten Mal geguckt. Nicht ganz bis zum Schluss, das habe ich nicht geschafft. Und es sind zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe auf mein Zettelchen, wo ich noch mal ganz kurz darauf antworten möchte. Ich ziehe mir aber erst noch mal eure Kommentare hier rauf. Ohne Ton wäre auch etwas schlecht. Ja, ohne Ton wäre richtig schlecht. Also ich gehe davon aus, dass ihr mich hört und dass ihr mich auch ganz gut hört. Ihr seht mich sicherlich auch. Vorhin waren die Kameras nochmal eingefrostet. Ach, mein Mann ist dabei. Sven, bitte nur eine Scheibe Brot für mich heute. Kleine Bestellung am Rande, wir kommunizieren. Okay, ja, was kann ich euch Neues berichten? Meine Homepage sieht wieder so aus, wie sie aussehen soll. Es war ein Häkchen. An einer ganz komischen Stelle war ein Häkchen. Ich habe es heute gefunden, habe es deaktiviert und tada, sieht es wieder so aus, wie es ist. Die PayPal-Funktion funktioniert auch. Das hat mich am Wochenende noch mal ein paar Stunden gekostet, weil es nicht funktionierte und es funktionierte nicht hin, es funktionierte nicht her. Ich war schon ganz verzweifelt. Und ja, letztendlich habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen, um da ein Plugin zu kaufen. Und jetzt sollte es funktionieren. Sven hat schon einmal die Etiketten gekauft. Aber wir sind mit, ich möchte gerne noch mal ein paar Tage Ruhe haben, übers Wochenende so einen Tag noch mal reingucken, ob da wirklich alles rechtssicher ist. Es ist in Deutschland ja ein bisschen kompliziert. Es ist nun mal eine Online-Shop-Funktion, mit der ich da arbeiten möchte. Und die sollte rechtssicher sein. Und sie sollte von der Tippeltappeltour, Sven ist mein Testkäufer, sollte sie schon einigermaßen funktionieren. Es wird vielleicht auch am Anfang nicht alles reibungslos laufen, aber wir können ja miteinander kommunizieren, wir kennen uns ja, ne? Okay, und da greift auch gleich die erste Frage rein, die Essential Boxen. Die Essential Boxen wird es dann, sobald das alles funktioniert, auch im Sortiment geben. Die sind ja schon so weit zusammengestellt und auch schon kalkuliert. Die werde ich dann aber damit in diese Funktion, in dieser Funktion integrieren, in diesem Online-Shop mit integrieren, genauso wie die Workshop to go. Und das ist das nächste, der Workshop to go steht. Yay. Aber da erzähle ich euch nächste Woche noch mal ein bisschen was dazu. Wie gesagt, wenn diese Funktion aktiviert ist, dann werde ich auch die, ich muss den noch drehen, weil ihr euch dann nämlich bestenfalls gleich das Video downloaden könnt und dann nur noch aufs Material warten müsst. Das soll sich nämlich alles so ein bisschen automatisieren. Aber dazu muss ich diesmal das Video dann auch tatsächlich schon fertig haben. Und ich habe ihn gestern fertig entwickelt. Tada! Also da erzähle ich euch demnächst ein bisschen was zu. Der Workshop to go, der Weihnachtskarten-Workshop, steht. Es sind 4 Karten, von recht einfach bis sehr aufwendig. Ist alles dabei, es ist die Verpackung mit dabei. Erzähle ich euch aber demnächst noch ein bisschen was dazu. Okay. Und das andere, was noch war, war Hebelschneider und die Applikatorfläschchen. Schaut mal bitte auf meiner Homepage. Beziehungsweise habe ich hier eigentlich dafür schon Banner gemacht. Nee, auf meiner Homepage, beziehungsweise hier unten auf YouTube in der Infobox ist meine Favoritenseite verlinkt, also www.pinselschereco.de/Favoriten. Da habt ihr meine Favoriten. Da sind die Klebemittelfläschchen, da sind Magnete dabei, da ist der Hebelschneider mit aufgeführt. Ich hoffe, dass ich keinen Ärger kriege. Ja. Ne? Also die Fragen kommen ja immer wieder und damit ich das nicht immer einzeln wieder unter dem Video aufschreiben muss, habe ich das quasi auf meinem Blog mit verankert. Okay, Sven hat gesagt, Ton ist gut, das heißt, wir können loslegen. Ich habe noch mal eine kleine Review. Achso, ich sollte vielleicht mal hier, der Hostcode, der gilt noch. Der ist noch gültig. Nächsten Monat gibt es einen neuen.
Die Celebration, denkt dran, nur noch bis Donnerstag. Donnerstag läuft die Celebration aus. Also wir sehen uns ja am Donnerstag nochmal zur letzten Folge der 12 Karten oder der 12 Tage Herbst und Halloween. Da werde ich euch auch nochmal dran erinnern und dann werde ich bis 20 Uhr erreichbar sein. Danach weicht bitte auf den Online-Shop aus, weil irgendwann ist auch bei mir Feierabend. Ich gucke dann nachher nicht mehr in den Postkasten. Ich weiß, es sind auch noch 2-3 Bestellungen in meinem E-Mail-Fach. Die gehen morgen mit raus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier geht nichts verloren. Und ja, dann ziehe ich euch mal auf den Tisch. Ich werde hier gerade von einem Opi beobachtet. Der weiß gerade gar nicht, was ich mache. Und zwar, das ist ja die Karte vom letzten Mal. Die basteln wir heute natürlich nicht, weil die haben wir beim letzten Mal gebastelt. Aber ich habe Post bekommen von Beate. Beate kann ihren Nachnamen mit einem Stempel setzen. Und das ist die Karte von Beate. Vielen lieben Dank, Beate. Ich weiß gar nicht, bist du doch, du bist dabei, ne? Ja, genau. Das ist die Karte, die angekommen ist von ihr. Die kann ich auch weiterverwenden, weil sie hat den Text auf ein separates Kärtchen geschrieben. Also die kann ich auch weiter verschicken. Und da seht ihr, dass man die Kürbisse auch anders kolorieren kann. Vielen lieben Dank, Beate, an dieser Stelle. Das passte ja so super dazu. Habe ich mich sehr gefreut. Die Stelle, wo du Wünsche, Elke, wenn du Demonstrator bist, kannst du auf der Demonstratoren-Homepage unter Geschäftsressourcen, glaube ich, da hast du ja oben Menüpunkt Geschäftsressourcen, da gibt es die Ideenkiste zur Produktentwicklung und da kann man das reinschreiben, was fehlt. Ich weiß, die dicken Stempelboxen, wir schreiben das regelmäßig rein, große Farbkartonpapiere und sowas, da schreiben wir da regelmäßig mit rein. Wenn du Demonstrator bist, kannst du den Weg wählen, ansonsten geh deinem Demonstrator auf den Keks, dass er diese Ideenkiste mal füllt. Versprechen kann man natürlich nichts. Ne? Ach so, ihr schreibt hier alle schon fleißig wieder euren Hashtag, weil ihr wisst, dass es heute herbstlich wird. Ne? Also Elke, ich hoffe, das hat dir geholfen. Der Hashtag ist richtig. Jetzt muss ich erstmal Elke wieder hier rausnehmen. Genau, warte mal, den Hashtag, den muss ich euch nochmal einblenden. Herbst 21. Wir verlosen heute, habe ich es gar nicht mehr hier liegen. Nö. Doch, mit der arbeiten wir heute. Und zwar die 3D-Prägeform Baumrinde. Zweimal muss ich noch bestellen, aber die gibt es heute, wenn ihr den Hashtag Herbst21 in den Live-Chat schreibt. Also nicht unter das Video, sondern in den Live-Chat. Ich lasse euch den mal noch einen Moment eingeblendet. Im Moment schreibt ihr ganz wild euren Hashtag. Das geht hier gerade ganz wild los. Ich hoffe, da verbirgt sich keine Frage darunter. Okay, das Projekt, was wir heute basteln, ist nochmal herbstlich. Wie gesagt, mit der Baumrinde. Ich habe ein bisschen länger heute rumgefummelt, weil ich wollte unbedingt nochmal mit diesem Set arbeiten. Das lege ich jetzt mal beiseite hier. Für die 12. Folge habe ich auch schon was vorbereitet, aber ich weiß noch nicht, ob es das wird. Aber das ist zumindest, bin ich da safe, dass ich dann, das wird dann nochmal eine Halloween-Karte, die ich jetzt vorbereitet habe. Vielleicht fällt mir bis dahin auch nochmal was ein. Ne? Aber es ist zumindest schon mal vorbereitet. Heute geht es aber hier rum und da habe ich nochmal das Set Wundergeschehen dazu genommen. Ich blende mal hier eben den Hostcode aus und Herbst 21 wisst ihr auch. Da sind wir hier alle wie Lemmingen, wenn es einer geschrieben hat. Die neu dazukommen, werden das dann ja dann auch sehen. Okay, welches der Hashtag ist. Also, mit dem Stempelset Wunder geschehen möchte ich gerne nochmal arbeiten, weil wir haben das noch nicht so richtig ausgeschöpft. Ne? Und da habe ich mir dann diese Karte nochmal überlegt, weil ich auch mit diesem Hintergrund, der in dem dazugehörigen Stanzformset ist, mit diesem Hintergrund unbedingt nochmal arbeiten wollte. Ich brauchte so 2-3 Anläufe, um mit dem reinzuwerden, aber ich habe ihn heute verarbeitet. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch heute. Mein Materialpaket habe ich hier. Und zwar ist meine Basis, ich habe es mir heute, hey, ich bin vorbereitet, auch aufgeschrieben. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz meine Kommentare aktualisieren, damit ich euch einigermaßen folgen kann. Briefumschläge in den Farbfamilien, das wird sicherlich nicht kommen, das glaube ich nicht. Das ist, ist auch ein bisschen schwierig mit dem Porto, ne? Das muss immer gut lesbar sein. Mopsi, herzlichen Glückwunsch, Quatsch, herzlich willkommen bei uns. Fühl dich wohl.
Die Mädels sind alle ganz nett, wenn du Fragen hast. Es wird auch untereinander ganz gut beantwortet. Da bin ich immer ganz froh. Also wir haben hier, ich bin gut vorbereitet, jetzt ist mein Zettel weg. Farbkarton in Espresso, das ist die Basis. Die ist geschnitten auf 29 cm mal 10,5 gefaltet bei 14,5 cm. Ich mag ja dieses Porträtformat sehr gerne. Und dann habe ich hier für die Innenseite, hoffentlich vergessen wir sie nicht, beim Sonntagsvideo habe ich sie nämlich vergessen, deswegen werde ich sie mir mal draußen liegen lassen. Das ist Grundweiß, da kommen wir gleich nochmal zu, der normale in 10 x 14 cm. Wir kümmern uns erstmal um die Kartenfront. Und da habe ich den Aufleger, das ist Farbkarton Grundweiß, der starke, der extra starke, der hat Farbkartonqualität. Also der ist nicht stärker als unsere normalen farbigen Farbkartone, der nennt sich nur stark, weil der keine Bezeichnung hat von normal oder sonst irgendwas. 13,5 mal 9,5 cm und das werde ich mir matten mit diesem Kraftpapier, was wir haben. Jetzt habe ich mir das schon weggeräumt. Aber ihr wisst, welches ich meine. Das ist das auf 6x6 geschnittene Kraftpapier. Ihr könntet auch Farbkarton Savanne nehmen, ist 13,2 x 9,2 cm, 3 mm kleiner. Und mit dem fangen wir an, das werden wir uns nämlich prägen. Aber ich könnte euch vielleicht nochmal... Doch, es ist gleich vorne dran, den Entstehungsprozess heute zeigen. Ich habe nämlich überlegt, weil ich das sehr gerne mag, oh Gott, jetzt... habe ich einen Frosch für den Hintergrund. Ich mag das ja ganz gerne, wenn das geprägt ist. Und ich habe hier einfach den Schriftzug, den ich auch hier nachher verwende, einfach einen Hintergrund gestempelt, ein paar Klexis drauf, in klar embossed. War mir dann aber zu unruhig. Dann habe ich es nochmal mit weiß und klar versucht. War mir auch zu unruhig. Und dann habe ich gedacht, nee, dann machen wir es mal traditionell geprägt, nämlich mit einer Prägeform. Und da habe ich mir dann, wie gesagt, die Baumrinde genommen. Das ist eine 3D-Prägeform. Haben wir das letzte Mal ja drüber gesprochen. Und da kam auch die Frage, ob man die nicht so einführt, dass man sie so durch die Maschine, also mit der Öffnung voran, dass die, mit der geschlossenen Seite voran durch die Maschine. Ja, ich glaube, man soll das so machen. Ich achte da nie drauf und es ist noch nie was passiert. Ich glaube, es ist einfach so, damit die Quetschung, die fängt ja von hier an und schiebt sich dann vor, damit das so sich so ein bisschen hinschieben kann. Ich habe noch nicht festgestellt, dass das wirklich einen Unterschied macht. Okay, ich habe hier meine Stanz- und Prägemaschine. Ups. Den Prägeaufbau, die Grundplatte ohne Auflegeplatte, keine Acrylplatte, sondern unsere Spezialplatte, weil das ja eine 3D-Prägeform ist. Und jetzt lege ich sie auch so ein, wie man sie einlegen soll, nämlich mit der geschlossenen Seite voran, damit sich, wie gesagt, der Druck nach außen verteilen kann. Ich habe da noch nie einen Unterschied gemerkt. Haben wir jemanden aus den USA dabei? So. Mein Online-Shop von Stampin' Up! Ist übrigens auch nicht für Österreich und Frankreich und Niederlande freigeschaltet, weil das steuerlich ein bisschen Probleme macht, beziehungsweise ich möchte diese Probleme nicht haben oder da noch zusätzliche Arbeit mir ranziehen. Wenn ihr aus den Ländern kommt, sucht euch gerne vor Ort eine Demonstratorin in Österreich oder in den Niederlanden oder in Frankreich. Die freuen sich auch über Zuwachs. Ne? Und wenn ihr einsteigen möchtet bei mir und ihr kommt aus den Bundesländern, nehmt bitte, oder den Bundesländern, aus Österreich, Niederlanden, ne? Dann nehmt bitte vorab mit mir Kontakt auf. Das muss ich dann erst freischalten. Das ist nämlich eigentlich mit dieser Online-Shop-Funktion gekoppelt und das ist ein bisschen komplizierter. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe das geprägt. Ist wirklich schön im Hintergrund und mit diesem Kraftpapier sieht das echt toll aus. Und das klebe ich mir hier schon einmal auf. Dann fliegt uns das nicht mehr durch die Gegend, ihr wisst. Zwei Damen aus den USA haben wir da. Herzlich willkommen. Welcome. Guck mal hier. Wir hatten es gerade, ne? Es hatte sich ein bisschen zugesetzt. Ich habe heute nämlich aufgefüllt, meine beiden Fläschchen. Aber funktioniert gut. Trink mal was, ja. Ich habe Kaffee hier, aber der hilft auch nicht mehr. Prost. Gulks. Okay,
Und jetzt gehen wir an die Dekoration. Und dazu habe ich jetzt hier noch ein Stück von dem Farbkarton Grundweiß. Das ist jetzt der extra starke. Ihr könnt auch den normalen nehmen, das ist überhaupt kein Thema. Ich brauche wieder meine Stanzmaschine und jetzt brauchen wir den Stanzaufbau. Und dazu nehme ich mir dann die wunderschönen Blätter dazu und diesen großen Hintergrundstempel, mit dem man nicht so richtig weiß, was man mit dem anfangen soll. Machen wir heute mal. Stanzaufbau, Grundplatte, Auflegeplatte, Stanzacrylplatte, Papierstanzform und dann die zweite Stanzacrylplatte darüber. So. Wir brauchen gar nicht alles. Muckis. Kreativität spricht immer die gleiche Sprache. Ich gucke auch gerne bei den Amerikanern rein. Ich gucke mir da auch ganz viel von ab. Also das mit den Live-Videos hier, das mit dem StreamYard. Ich gucke sehr viel bei Judy DiMatteo. ThePaperPixie.com heißt auf YouTube auch ThePaperPixie. Da gucke ich echt gerne rein. Bei Dina Rico sowieso. Ich weiß nicht, da gucke ich immer rein. Und klaue mir dann manchmal auch ein paar Ideen. So. Das lässt sich wunderbar rauslösen. Hier. Nö, die großen wird es nicht nehmen, aber die kleinen. Findet ihr auch auf meiner Favoritenseite. Und das werde ich mir jetzt noch ein bisschen modifizieren, weil das ist mir zu langweilig. Und es ist mir auch zu groß. Und dann nehme ich mir eine Schere. Und dann habe ich hier so einen schönen Wedel. Guckt einfach mal und guckt euch mal das Motiv an. Dann findet ihr den auch. Da löse ich mir diesen einen erstmal raus. Und dann habe ich noch einen etwas kleineren. Ich glaube, hier beginnt er, genau. Das sind die beiden Schätzchen, die ich dann in den Hintergrund arrangieren werde. Die werden wir aber noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar nehme ich mir einerseits das Stempelkissen in Aquamarin. Ich mag diese Kombi, das wisst ihr. So Kraftpapier, Weiß, Aquamarin mag ich sehr gerne. Und auch Savanne. Und dazu dann das Stempelset Gorgeous Leaves. Und zwar den und den. Ich habe es auch schon mit dem versucht hier. Das habe ich jetzt allerdings noch ein bisschen modifiziert. Also ich habe es auch schon mit dem Holz Motiv im Hintergrund versucht. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich habe mich für diese beiden entschieden. Und gehe erstmal mit diesem großen, mit Aquamarin darüber. Und stempel mir die so ein bisschen. Ich glaube, es blendet heute ziemlich stark. Ich habe an der Kamera die Helligkeit noch mal ein bisschen verstärkt. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Das werde ich wieder zurückstellen. Warte mal, kann ich das vielleicht sogar? Ihr wackelt jetzt zwar ein bisschen. So, und dann nehme ich mir den kleinen Splatter, ah, dieses Ding hier, ne? Und gehe mit Savanne da noch so ein bisschen drüber. Und dann haben wir dem ein bisschen mehr Leben eingehaucht. Ach, viel besser, ich danke euch. Dann werde ich das so lassen, da werde ich da gar nicht mehr großartig dran rumfummeln. Ihr schwingt euch noch aus, beziehungsweise habt euch ausgeschwungen und dann ist das alles gut. Okay, die beiden habe ich fertig. Und das, was wir jetzt hier noch übrig haben, das kann man natürlich für eine weitere Karte verwenden. Aber ich nehme das jetzt für meine, ihr erinnert euch, für die Innenkarte, 10x14 cm. Da lege ich mir das jetzt einfach auf, nehme mir meinen Pinsel und nochmal Savanne und blende da ein bisschen drüber.
dann seht ihr das. Gibt es hier drinnen nochmal diesen, innen nochmal diesen schönen Effekt. Man könnte das jetzt auch nochmal versetzt aufsetzen, aber das lassen wir so. Und damit ich es nicht vergesse, gestalten wir die gleich nochmal fertig. Ich nehme mir das Vögelchen und den Spruch, ich bin für dich da. Es ist so ein bisschen, habt ihr im Titel gesehen, so ein bisschen Aufmunterung. Nur Herbstblues ist was ganz Furchtbares. Ich kenne das ja auch. Das Vögelchen, das ist echt süß. Okay, ich bin für dich da. Jetzt habe ich Stempelfarbe auf dem Tisch, aber das ist nicht schlimm, das kann man abwaschen. Und das Vögelchen. Und dann haben wir nämlich die Innenseite der Karte auch schon gestaltet. Das können wir uns einkleben, dann vergessen wir es nämlich nicht mehr. So, ich habe heute Morgen bei Dina Rico gesehen, wie man dieses Ding hier benutzt. Gerade hochstellen und senkrecht hochziehen. Damit ist aber mein Problem, also das funktioniert trotzdem nicht so richtig. Das ist mein Problem mit dem, das ist der normale Stampin'Seal. Ich werde mit den Dingern nicht warm, Leute. Ich gehe zu DM und hole mir was aus der Fotoabteilung, wenn ich Roller haben will. So komme ich damit besser klar, gar nicht mit dem Hochziehen. Der normale geht auch, der andere ist ganz schlimm, der hebt mir ja immer den Farbkarton ab, habt ihr ja schon gesehen. So, Karte ist fertig, geh nach Hause. Nein, natürlich nicht. Jetzt habe ich hier noch ein Stück Farbkarton Grundweiß, nochmal extra stark. Ich hatte ja eben schon Espresso am Wickel und da nehme ich mir dann den großen. Blätter wechseln ihre Farbe und erinnern uns daran, dass Wunder geschehen. Und auch ein Herbstblues geht vorbei. Reicht der? Ja. So, einmal aufstempeln. Und ausstanzen werde ich mir das wieder, weil sie immer noch bei mir auf dem Tisch liegen, die tierischen Freunde, diese Etiketten. Ich sage euch das, ich liebe die. Ich erzähle euch so lange was davon, bis ihr die euch auch holt, beziehungsweise euch wieder rausholt. Wir brauchen wieder den normalen Stanzaufbau. Und ich werde mir jetzt auch gleich nochmal aus Farbkarton in Aquamarin nochmal diese... sind ja in dem Set auch noch diese kleinen Blätter mit drin. Das große brauche ich nicht, da habe ich mich dagegen entschieden. Aber wir haben drei kleine und davon brauche ich gleich eh noch ein paar mehr. Das heißt, da muss ich eh zweimal durch. Die Schrift ist wirklich schön, ja. Das ist mal was anderes, finde ich, die Typografie aus dem Set. So, ziehen wir uns das alles nochmal zusammen durch. Das Etikett. Ich muss jetzt mal gucken, dass es nicht ganz so schief wird. Obwohl das bei der Schrift, ach, das ist immer so schwierig, um die Ecke zu gucken. Bei der Schrift ist das nicht ganz so schlimm, wenn es schief wird. Aber zu schief sollte das jetzt auch nicht werden. Ich denke mal, so passt das. Upsala. So, jetzt haben wir den Text. Das kann ich mir an die Maschine heften. Und die Eichblätter. Will nicht raus. Normalerweise hilft es, aber heute nicht.
einmal ins Metall, ins magnetische Fännchen, damit mir gerade hier diese kleinen nicht verschwinden. So, jetzt machen wir kurzzeitig mal wieder Ordnung. Zumindest in dem für euch sichtbaren Bereich. So. Und dann können wir schon ausdekorieren. Ich fange mal mit den Blättern hier im Hintergrund an. Ach so, das Vögelchen brauchen wir noch einmal. Das muss ich mir, jetzt habe ich da gar keinen Platz mehr drauf für das Vögelchen. Ja, rumgeaast. Das Vögelchen müssen wir uns noch einmal ausstanzen. Jetzt muss ich doch noch mal die Maschine herholen. Wenn ich schweige, bin ich konzentriert. Dann vergesse ich, dass ihr dabei seid und spreche nicht mehr mit euch. Aber zur Not unterhaltet ihr euch ja mit untereinander. Ihr kennt euch ja jetzt mittlerweile auch schon. Bin ich ja mal gespannt, ob ihr auf Entzug kommt ab nächster Woche. Vögelchen. Jetzt haben wir aber hoffentlich alles zusammen und können zusammensetzen. Dann fange ich erstmal hoch. Ich habe die heute aufgefüllt. Da kommt gleich so viel raus. Bin ich mir gar nicht mehr gewöhnt. Aber das verschwindet eh unterm Etikett. Ein nach oben. Ein nach unten. Kann ein bisschen weiter rüber, da sitzt eh das Etikett gleich drüber. So. Dann habe ich das aus dem Herbst-Winter-Katalog, das Aquamarinband, dieses gestreifte. Ja, man kann es jetzt sehen, ne? Das ist so Aquamarin, passt super dazu. Und ich gebe zu, dass ich tatsächlich die Karte ein bisschen auch darum aufgebaut habe, beziehungsweise die Farbkombination sich dann nachher, weil ich dieses Band unbedingt mal verarbeiten wollte. Aber es ist eh eine Farbkombination, die ich häufiger verwende. Und jetzt schummeln wir ein bisschen, weil uns die dritte Hand fehlt. Das sieht eh gleich keiner. Und dann muss ich mir noch meinen Leinenfaden herholen, den habe ich nicht mehr hier. Den habe ich dann tatsächlich mal beim Aufräumen weggeräumt. So. Den wickele ich mir hier einfach rum. Gut, ich habe mir jetzt ein bisschen viel abgeschnitten hier von dem Band. Aber die Reste kann man vielleicht auch noch mal woanders mit verarbeiten. Jetzt tüdeln wir uns hier den Leinenfaden rum. Doppelknoten. Und ein Schleifchen. Jetzt hatte sich das wieder gelöst. Sitzt nicht so schön straff, wie ich das gerne hätte. Hätte ich den Knoten tatsächlich noch mal festhalten müssen. Geil, geht noch mal rum. Oh, bitte schreibt mir nicht alle E-Mails. Ich habe im Moment wieder auch so viel Spam da drin. Ne? Dann machst du morgens das E-Mail-Fach auf und dann stehen da 60 E-Mails und dann hast du eigentlich, bist du dann schon wieder geneigt, alles wieder zuzumachen. Wir haben ja nächste Woche Stemtainment, ne? Also da sind wir ja schon gleich wieder live.
Insofern, ach so, ja, das solltet ihr dann vielleicht auch nochmal auf der Homepage gucken unter Stemtainment. Sucht euch da, klickt euch da mal durch zum Stemtainment. Da gibt es ja eine ganze Seite dazu. Da könnt ihr eure Bingo-Zahlen eintragen. Und wer noch nie mit Bingo gespielt hat, kann da auch lesen, was es mit Bingo auf sich hat. Da gibt es nämlich tolle Sachen zu gewinnen. Und das gibt viel Spaß und dann bin ich sogar länger live als nur eine Dreiviertelstunde. So, haben wir es jetzt langsam mal mit einer Karte, die so einfach anmutet. Jetzt kommt unser Etikett da drauf. Also am Dienstag 18 Uhr Stemtainment. Wir basteln mit der weihnachtlichen Zierde. Die ersten Papier-Add-ons habe ich auch schon verschickt. Für Online-Bestellungen mit Hostcode, die das Produktreihenpaket im Warenkorb haben, beziehungsweise Bestellung ab 200 Euro. Da gibt es ja das gratis Papier-Add-on, findet ihr auch auf meinem Blog unter Angebote. Das jeweilige Papier-Add-on. Also wir basteln, wir fangen nächste Woche an, dann ist nämlich hier Herbst vorbei. Und dann, jetzt setze ich mir hier noch die Eichblätter ein bisschen drunter. Wir fangen nächste Woche an mit Weihnachten. Dann geht's los. Dann ist Herbst vorbei, offiziell. Aber es heißt nicht, dass mir vielleicht nicht im Sonntagsvideo nochmal eine herbstliche Idee mit unterrutscht. So, jetzt setze ich diese kleinen Eichblätter einfach so als Farbakzente nochmal mit so dazwischen. Das lockert es noch ein bisschen auf. Und dann haben wir es auch schon gleich. Das Vögelchen. Das musste unbedingt mit drauf und ich habe echt überlegt, wo kommt es hin, wo kannst du es hinpacken. Hier unten passt es ganz gut hin. Und das setzen wir jetzt auch noch mit drei Menschen. Ich habe heute nicht viel gesprochen. Ich habe so vor mich hingeputtelt und gebastelt und entwickelt und Tutorials auf YouTube geguckt, wegen meiner Homepage. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt auf YouTube, ne? Das ist ja echt erstaunlich. So, und jetzt fehlt noch ein bisschen Bling Bling. Und da nehme ich mir die vergoldeten Schmucksteine, die ich mir auch schon nachbestellt habe, weil die nämlich auch mit in den Workshop to go gehören. Und bevor ich den drehe, brauche ich neue Steine. Okay, damit wir auch mal die großen verbraten. Kommt hier ein großer und ein kleiner hin. Und da oben setzen wir einen mittleren hin. Dann haben wir alle drei Größen mit dabei. Drei Freunde sollt ihr sein. Und damit ist die Karte fertig. Die Innenseite haben wir auch, habe ich nicht vergessen. Und das ist meine Idee für die vorletzte Herbstfolge. So, puh. Jetzt seid ihr gleich dran. Hier, Herbst 21, denkt dran. Ich gucke nochmal in die Kommentare. Ja, die 12 Karten Weihnachten. Ich habe noch keine Idee. Ich bin überhaupt noch nicht im Weihnachtsmodus. Mir fiel das tatsächlich ein bisschen schwer, hier den Workshop to go zu entwickeln, mich schon mal so ein bisschen reinzusetzen. Und vor allen Dingen muss ich ja auch gucken, nächste Woche werden wir dann weihnachtliche Zierde bei Stemtainment basteln. Das ist nämlich das musste ich auch noch mit vorbereiten. Genau. Ja, das kann man auch machen. Ich wollte jetzt nur nicht noch zu viel Bastelarbeit damit reinbringen, weil dann das ist das größte Etikett und um das zu matten, müsste man quasi Gold dahinter legen und dann schneiden. Aber ich finde das mit den Blättern so eigentlich auch ganz okay.
Aber da sind auch Geschmäcker echt unterschiedlich, ne? Sind alles nur Anregungen. Okay. Weihnachten, ja, Weihnachten geht. Jetzt geht die Bastelzeit auch wieder los, ne? Die Lichterkette, so schlicht und doch so schön. Ja, okay. Ich glaube, ich bin auf Stand bei euren Kommentaren. Und die Maße für die kleine Tasche. Die kleine Tasche. Die kleine Tasche. Die kleine Tasche. Warte mal. Die kleine Tasche. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Kanal gucken. Irgendwas mit kleine Tasche. Ihr merkt, meine Konzentration lässt nach. Die kleine Tasche. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ach, die kleine Tasche. Jetzt hab ich's. Der Groschen ist pfennigweise gefallen. Die Tasche ist eine Stanzform, die wir im Sortiment haben. Die habe ich nicht bemaßt, sondern das ist eine Tasche und die ist meines Erachtens auch in dem Chat, in dem Live-Chat da. Wurden die Maße bekannt gegeben. Aber ich habe da kein Template zu erstellt, sondern wir haben das als Stanzform. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ihr meintet die... Ups. Die Tasche. Ne? Die hat eine konische Form. Wie gesagt, das ist eine Stanzform. Die geht ja hier an der Seite auch schräg hoch. Also die hat unten ein Maß von 2,5 cm von einem Inch. Oben, wenn man sie komplett aufmacht oder so wie sie jetzt hier ist, sind sie 5,5 cm, also 2,5 cm unten. An der dicksten Stelle, an der breitesten 8,5, an der schmalsten knapp 6. So mal auf die Schnelle. Also wie gesagt, das ist eine Stanzform. Ja, das ist der, von MAC ist das der Paint Pot. Und zwar, ich habe Painterly und manche verwenden auch Soft Ochre. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Die haben ja das Sortiment da ein bisschen umgestellt. Ich habe Painterly, weil ich ein bisschen einen rosa Underton habe. Wenn du einen gelblichen Underton hast, würde ich auf Soft Ochre, ist das, glaube ich. Haben wir Frau Lü gleich mit abgefrühstückt hier. Also ein Paint Pot, wie gesagt, das sind Creme-Lidschatten. Das schwarze Loch der Frau, genau. Okay. Am Ende. Okay, haben wir es. Ich ziehe mal eben, das habe ich nämlich noch gar nicht vorbereitet, das Giveaway-Tool. 260 haben schon mitgespielt. Ihr habt also noch einen Moment. Ich hole mir das mal eben hier mit auf den... Ich kann ja auch mal hier uns wieder draufsetzen. Share Screen. Das Giveaway Tool. Da haben wir es. Okay. Ja, das ist dieser Hautton. Also es gibt diese zwei Hauttöne bei dem. Es gibt den Painterly, der ist für ein bisschen, wenn man so einen cool Underton hat, wenn man so einen rosa leicht Underton hat, so wie ich. Aber wenn man so einen olivgelblichen Unterton an der Haut hat, dann ist Soft Ochre besser bei MAC Painterly. Okay, so, ich lose mal hier aus. Ich drücke mal eben aufs Tool. Warte mal, ich kann mal hier nochmal... Ist ja mein Mann, das Spielkind. Das wird ja dann am Dienstag richtig lustig werden hier mit ihm. So, ich drücke aufs Knöppel und dann schauen wir mal, wen es heute trifft. Also wie gesagt, ich habe die 3D-Prägeform Baumrinde, mit der wir heute gearbeitet haben in der Verlosung. Christa Koch, herzlichen Glückwunsch. Tada! Schreib mir bitte eine E-Mail. Mit deiner Adresse. Ich bestelle es und dann bekommst du das auch zugeschickt.
Jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal ganz kurz hier in eure. Ich komme gerade nicht mit. Herzlichen Glückwunsch, Christa. Ich drücke gleich noch mal aufs Knöppel. Ich hoffe, dieser Applaus ist jetzt nicht dauerhaft drin. Ne? So, ich drücke noch mal aufs Knöppel. Und dann losen wir noch einmal aus. Ich bin nicht multitaskingfähig, das wisst ihr, ne? Susanne, das kann ja jeder sein. Meine Großcousine heißt auch Susanne, ist jetzt gerade Oma geworden. Herzlichen Glückwunsch, Susanne. Und auch du schreibst mir bitte eine E-Mail mit deiner Adresse, damit ich dir das, sobald ich es habe, zusenden kann. Ach ja, okay. Dann ziehe ich euch mal hier wieder ganz auf den Desk. Nee, das machen wir remove. Hallo. Ihr merkt es, meine Konzentration geht echt gerade runter. Das ist, wenn ich so im Kreativmodus bin, wenn ich so sehr kopflastig arbeite, dann ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig mit Konzentration und so. Okay. Warte mal, wer hat hier... Knüpft ihr gerade Kontakte? Martina? Ja, kann ich irgendwie sicherlich miteinander vermitteln. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht, also solange das nicht überhand nimmt, ne? Weil das kriegen wir irgendwie hin. Aber vielleicht hat der ein oder andere dann irgendwie, Martina, dass du dann quasi, vielleicht hat diejenige, die dich gebeten hat, einen Instagram-Account oder so, vielleicht kriegt ihr das dann hin. Mit den Stiefeln, Stefanie. Ganz kurz. Meinst du mit Stiefeln mit diesem Set? Das wird nächsten Dienstag Stemtainment der Hauptakteur werden. Und zwar die weihnachtliche Zierde. Wenn ich es weiter weghalte, sieht man es, glaube ich. Ist das das, was du meinst mit den Stiefeln? Dann schau am Dienstag gerne vorbei um 18 Uhr. Gibt es sogar nebenbei noch was zu gewinnen. Okay. Die Vorlage. Ich weiß gerade nicht, worum es bei euch geht. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wir sehen uns am Donnerstag nochmal zum letzten 12 Tage Herbst und Halloween 2021. Die Strümpfe, da wird sicherlich irgendwas im Laufe der Weihnachtszeit kommen mit den Hunden und die dann so aus den Socken rausgucken, Stefanie. Da wird sicherlich in der Weihnachtszeit noch was kommen. Ich habe das Set hier, also wird es auch bebastelt. Schau einfach immer mal wieder rein. Es wird nicht unbedingt ein Live-Video sein, sondern dann vielleicht auch ein vorbereitetes Video. Aber die Weihnachtsbastelei geht bei mir jetzt los. Okay, wir sehen uns am Donnerstag nochmal und ansonsten... Am Samstag ist Weltkartenbasteltag. Da zeige ich euch die Swaps aus meinem Team. Die sind gestern bei mir angekommen. Ich habe das Päckchen noch gar nicht aufgemacht, aber Carina hat gesagt, es sind total schöne dabei. Die zeige ich euch dann und bastel mit euch auch meinen eigenen Swap. Das ist allerdings ein vorbereitetes Video. Am Freitag gibt es die Geburtstagspost und am Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich was vorbereite, weil wir zum Geburtstag sind und ich ja noch ein bisschen was vorbereiten will. Also... damit das dann endlich mit dieser Online-Shop-Funktion funktioniert. Aber ihr seht diese Woche relativ viel von mir. Und am Montag dann Vlog und am Dienstag Stemtainment. Also ne, ihr kriegt die volle Ladung von mir, bis ihr keinen Bock mehr habt. Meine Mutti hat mir übrigens gesagt, sie guckt nicht mehr zu. Das ist ihr zu viel. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund, wir sehen uns übermorgen wieder. Bleibt kreativ und bis ganz bald auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Und ich suche jetzt eben nochmal mein Outro und dann bis Donnerstag. Tschüss.